Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Veloce Zock-Kanal zur weiteren Folge FIFA 23. Und ja, Leute, in der letzten Folge haben wir die Meisterschaft gefeiert. Wir haben es geschafft, den Titel zu holen. Aber nach der Feier, nach dem Titelgewinn, ist vor der neuen Saison, ne? Und ich freue mich auch auf die neue Saison mit Pogo und Stettin. Wir werden natürlich als Ziel haben, Meistertitel verteidigen, im Pokal vielleicht besser performen. Und wir werden versuchen, in die Champions League einzuziehen. Denn wir sind hier in der Quali-Runde. Na, wir sind hier in der Quali-Runde, müssen dort gegen Sparta Prag ran. Ist ein Gegner, den kann man schlagen, muss man ganz klar sagen. Ne? Also es wäre schon schwieriger gewesen gegen Lens zum Beispiel, gegen Porto, gegen Dynamo Kiew oder so. Oder auch gegen PSV Eindhoven. Aber Sparta Prag sollte möglich sein, auch wenn wir auch dort vielleicht sogar als Underdog reingehen. Wenn wir mal kurz auf die Mannschaft schauen, dann haben wir momentan einen verdammt großen Kader. Ne? Einen verdammt großen Kader, der natürlich ausgemistet werden gehört. Hier werden auf jeden Fall einige Spieler gehen. Ne? Grundsätzlich kann man schon mal sagen, Varane soll der neue Stammkeeper werden. Er ist 17 Jahre, er ist ein Mega-Talent. Pole auch noch aus der eigenen Jugend. So gut Stipica auch war letzte Saison. Er wird dann eher so der Rückhalt von hinten. Dann haben wir natürlich hier Christer, ne? Der sich hier beweisen will, zusammen mit Kaminski. Vor allen Dingen Kim Ji-Soo sind dann natürlich hier noch, zusammen mit Kowalczyk aus der eigenen Jugend ebenfalls. Ne? Sind dann die zwei, die ich da am ehesten von hinten sehe, beziehungsweise als Backup sehe. Gleichzeitig will ich Glick auf jeden Fall behalten, so als Routinier, aber der ganze Rest wie Malek, Lonka und Co. werden wir wahrscheinlich eher mal abgeben. Außenverteidiger haben wir natürlich rechts Wahlquist und dann eben mit Auer auch ein junges Talent. Also auch dort, der ist übrigens Linksfuß, den könnte ich mal umtrainieren, ne? Dann kann er rechts und links spielen. Ja, machen wir mal, dann wird nämlich Auer der Backup für beide Seiten. Und dann würde ich wahrscheinlich entweder Stolarski oder Borges halten. Wahrscheinlich erst Stolarski, weil der noch einfach noch Pole ist, ne? Und auch besser fand als Borges. Im ZM haben wir sehr, sehr viel Personal, ne? Dabrowski, Geist, dann haben wir aber auch Joko noch, dann haben wir hier noch einen Legowski und ich will ja noch gucken, ob wir Fos weiter verpflichten können, das müssen wir aber gleich erstmal schauen. Also auch dort sind wir top aufgestellt, auf Außen haben wir Strasser, dann wissen wir natürlich auch hier, haben wir noch Wedrichowski, es wird ein richtiger Kampf um diese Position, denn wir haben auch noch Jin, der dort spielen kann. Auf links sieht es genauso aus, ne? Hang So, Radu, der hier spielen kann. Gleichzeitig hast du noch Michalak, ein Fonalczyk. Also auch dort haben wir richtigen Fight um diese Position im ZOM. Da soll es natürlich ein Mann ganz klar sein, ne? Reiter, er ist unser Megatalent hier auf der ZOM-Position. Der soll hier auch dementsprechend viel spielen. Und ja, ist da so ein bisschen unangefochten. Almqvist kann da natürlich auch noch performen, ne? Strasser kann übrigens auch im ZOM spielen, wenn es sein muss. Also auch hier haben wir natürlich genug Personal. Radu haben wir hier ebenfalls, ne? Die beiden Radu-Brüder. Ich meine, er hier ist jetzt 17, dieser hier ist 18, dann passt das auch mit den Brüdern, ne? Und im Sturm haben wir Nisgoda, Almqvist ebenfalls und Zwirchschok vor allen Dingen, ne? Der erfahrene Pole, der kam von Lubin. Also wir haben an sich schon mal ein Team, wo ich ganz klar sage, Leute, ich werde auch nicht zu viel verändern. Denn ich, warum soll ich viel verändern? Wir sind Meister geworden, wir haben eine geile Saison gespielt. Ich finde es einfach, um ehrlich zu sein, sehr, sehr unnötig, wenn man einfach aus Zwang viel ändert, ne? Ich werde eher reagieren. Das heißt, wenn, keine Ahnung, irgendjemand plötzlich aufgekauft wird, ne, dann werde ich eher reagieren. Auf der Torhüterposition werden wir auf jeden Fall mal Schuster verleihen, ne, weil der hat sonst wenig Spielzeit. Kowal bleibt dritter Keeper, oder ne, Kowal verkaufen wir mal. Und Klebaniuk bleibt dann dritter Keeper. Dann haben wir da Baran, Stipica und eben Klebaniuk. Auf der linken Position Kutris bleibt, Borges soll auf jeden Fall verkauft werden, denn wir haben dann auf rechts Stolarski, der soll bleiben, ne, Wahlquist. Bei Stolarski müssen wir nochmal gucken, ob wir gleich mit ihm verlängern. Und Auer werden wir mal umtrainieren auf die linke Seite, wenn er schon Linksfuß ist. Da bin ich eher ein Fan davon, dass er dann auch links spielt. Könnte dann langfristig auf jeden Fall Kutris ersetzen. Glick beendet nach der Saison seine Karriere, soll auch bleiben. Malek, da werden wir den einmal auf die Transferliste setzen, genauso wie er hier. Und dann eben auch noch Lonka, die sollen alle gehen. Ne? Dann haben wir da mit Ji-Soo, mit Kowalczyk, Kaminski, Christer genug Leute. Im zentral-defensiven Mittelfeld. Legowski natürlich, ne? Dabrowski, Geis und eben Joku. Hier muss man gucken, was mit Fos ist, ob man den noch weiter beschäftigen kann. Radu wäre tatsächlich auch jemand, wo ich sagen würde, den würde ich erstmal verleihen. Weil wir haben halt Michalak, Hang So, der jetzt gekommen ist, ne? Du hast halt noch hier, wie heißt der, Fonalczyk, der immer auf links eher zockt, ne? Da ist einfach so viel Personal. Da würde ich Radu ganz gerne mal verleihen und ich würde von Nalcik tatsächlich auch mal jetzt mal auf links umtrainieren, einfach, dass er da wirklich linker Mittelfeldspieler ist, weil der spielt bei mir eigentlich immer nur auf links. Im ZOM haben wir halt auch Radu und Reiter, ne? Wenn hier nichts passiert, kann ich damit gut leben, die beiden im ZOM zu haben. Rechts müssen wir eigentlich auch nicht viel tun, ne? Jin, Strasser, von Nalcik geht ja rüber.
Im Sturm werde ich Zachowicz verkaufen. Einfach aufgrund dessen, dass er hier keine Zukunft mehr bei uns hat, ne? Almqvist wird halt im Sturm zusammen mit Nisgoda und Svirčok sich duellieren und Kostros geht auch, ne? Haben wir auf jeden Fall ein paar Leute auf der Liste, was Verträge angeht. Da haben wir natürlich hier jetzt Kaminski nur noch ein Jahr Vertrag, was aber okay ist, wobei man könnte schon mit ihm verlängern, ne? Aber muss man halt mal gucken. Muss man halt gucken, ob man das dann halt auch macht, ne? Könnte man eigentlich, aber mal schauen. Und Stolarski würde ich gerne verlängern, ne? Stolarski, Moral ist glücklich, deswegen passt das. Gucken wir auch nochmal bei Kaminski gleich mal, ne? Ob der zufrieden ist, der ist sogar sehr glücklich, okay. Dann gehen wir hier nochmal in die Vertragsverhandlungen, dann haben wir, was den Kader angeht, sogar noch weniger Baustellen, ne? Du bist natürlich sporadisch. Es passt. Wir versuchen mal 3 Jahre, das wäre eigentlich perfekt. Oh, passt auch, sehr schön. Keine Freigabesumme. Und beim Gehalt wird er natürlich ein bisschen mehr verdienen wollen. 3.000 pro Woche hat er seine 12.000 im Monat. Ne? Damit kann man, denke ich, okay leben. Also da hat Stolarski auf jeden Fall jetzt einen neuen 4-Jahres-Vertrag bei Kaminski. Er hat noch ein Jahr Vertrag. Eigentlich könnte man auch nochmal gucken, wie das Jahr läuft. Ne? Andererseits ist er schon sehr, sehr wichtig. Da gucken wir mal, ne? Ob man da nicht doch längerfristig verlängern kann. Leider gibt es hier halt keine Dingsoption. Ne? Keine Option, dass man sagt, yo, wir haben eine einseitige Verlängerungsoption. Ne? Ein Jahr machen wir mal, mehr will ich gar nicht. Dann haben wir noch 2 Jahre unter Vertrag. Keine Freigabesumme, auch cool. Er kriegt eine Erhöhung auf 9.000. Dann ist er nochmal einen Ticken besser verdient. Ne? Aber das passt dann auch. Müsste auch unser Topverdiener aktuell sein. Ja, korrekt. Also 9.000 ist aktuell Topverdiener. Sehr gut. In Sachen Transfers würde ich, wie gesagt, als allererstes mit Fos gucken. Wie geht es dort weiter, ne? Können wir mit ihm weitermachen oder nicht? Das junge Talent von Ajax. Ich würde ihn gern wieder ausleihen. Gucken wir mal. Ich würde ihn gerne ausleihen, ne? Die freien Spieler mache ich übrigens weg, weil wir haben ja schon 3 freie Spieler verpflichtet, ne? Nur dass das auch klar ist, dann wird auch kein weiterer freier Spieler verpflichtet. Ich mache hier immer maximal 3. Ich würde ihn gerne nochmal leihen. Er hat kein Interesse. Ajax hat kein Interesse, ihn auszuleihen. Okay, ihn kaufen wäre schon nicht günstig, aber er war halt gut, ne? Er ist halt auch erst 18, ne? Er ist schon ein Riesentalent. Wir wissen, was wir von ihm kriegen. Gerade seine Passstatistiken werden immer besser und besser, ne? Also ich würde gerne mit ihm machen. Ich würde es gerne mit ihm weitermachen einfach. Aber wir gucken mal, ne? Wir gucken mal. Aber wir haben übrigens 12 Millionen Budget. Das ist viel, ne? Wie pro Grund steht hin. 1,5 machen wir mal. Machen wir so. 1,4, wir gucken mal. Sie wollen Kowalczyk haben. Nee, das lehne ich mal ab. Aber sie waren jetzt nicht so weit weg, ne? Was die Spannungen angeht. 1,4 Fos zu kriegen ist ein Deal. 1,4 Fos zu kriegen ist ein Deal. Also das ist nicht schlecht. Rotationsspieler. Sehr nice. 5-Jahres-Contract kommen. Sehr nice. Freigabesumme übergehen. Er will eine haben, okay. Dann machen wir aber daraus 5,5 Millionen. Ist jetzt auch nicht so viel, ne? Er will eine Freigabesumme haben. 5,3, komm. 5,3 Millionen wenigstens. Okay. Ja, wir holen ihn für 1,4, wenn er dann irgendwann für so viel geht. Dann ist es auch okay. Wir geben ihm 3.000, ne? Und nach 20 Einsätzen gibt es nochmal einen 40er oben drauf, komm. Das akzeptiert er. Dementsprechend ist hier Fos wieder back bei Pogun Stettin, ne? Wir können ihn dann doch fest verpflichten und das ist ein geiler Transfer. Einer der Spieler gewesen im Meisterschaftsjahr, hat sich hier wohl gefühlt, ne? Und unterschreibt jetzt hier 5 Jahre, leider mit Ausstiegsklausel. Klar, die 5,3 Millionen, wenn die mal gezogen werden, das ist viel Cash, ne? Aber gut. Aber gut, Hauptsache wir haben Fos erstmal hier behalten, ne? 1,4 Millionen ist ein Deal, den machst du einfach, ne? Der ist so jung, der ist so gut, der wird sich noch so entwickeln. Also ich glaube, da müssen wir keine Sorgen haben, dass dieser Deal irgendwie schlecht ist oder so. Ganz im Gegenteil, ich denke, das war ein super Deal für uns jetzt. Wir gucken auch mal auf die Dings. Übrigens würde ich Auer mal die Nummer 4 geben, ne? Kaminski, Kowalczyk hat die 6, gefällt mir auch nicht ganz. Dann geben wir auf jeden Fall ihn hier mal die Nummer 4 von Borges. Kowalczyk, was kann ich dir denn für eine Nummer geben? So hat die Dings. Er hat die 2, die hat Glick, okay. Jetzt hast du hier irgendwie so eine Nummer, keine Ahnung, 28, ne?
kriegst die Nummer 36, das passt schon eher, ne? Was hat Borges? Der hat die 12, das ist auch erstmal okay. Foß hat die 31, aber ich würde Foß tatsächlich die 6 geben, ne? Sie spielt da ja eben ZDM. Dann ist er hier unser 6er. Geiss und Co. Radu. Reiter würde ich ganz klar die 10 geben, ne? Die hat aktuell Switchok, aber nein, die kriegt Reiter. Die 7 hat Jin, Einquist hat nach wie vor die 9. Niskola bleibt bei der 18, okay, das passt dann auch, ne? Das passt dann auf jeden Fall auch. Baran hat die 1 ja schon bekommen. Sehr gut. Dann gehen wir auf jeden Fall ein bisschen vor. Foss ist natürlich jetzt ein Transfer, den wollte ich schon mal tun. Den wollte ich schon mal machen. Einfach, ja, weil der so ein wichtiger Spieler auch für uns war. Foss wird dann auch erstmal als Stammspieler bleiben, ne? Zumindest planmäßig. Wie es dann weiter aussieht, muss man dann natürlich gucken. Aber Foss auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Deal. Dann würde ich noch gerne, eine Sache würde ich noch gucken, genau wegen dem Budget. Wir haben jetzt 11, irgendwas Mio Budget, das ist ein bisschen viel, ne? Auch hier als Tipp für jeden, der sagt, jo, wir haben vielleicht zu viel Budget. Ihr könnt das folgendermaßen machen. Holt euch dafür wenigstens gute Scouts. Damit macht ihr schon mal das Budget so ein bisschen nach unten künstlich, ne? Da habt ihr wenigstens gute Scouts, ne? Machen wir nochmal ihn, dann haben wir noch 4 Millionen, das reicht. Dann haben wir halt 4 gute Scouts. Das mache ich jetzt mit Absicht, somit wir nicht zu viel Budget an sich haben, ne? Dann passt das, 4 Mio ist soweit okay. Haben jetzt schon 1, noch was ausgegeben. Wir sind ja immer in der CL-Quali, das sollte ganz realistisch sein. Jetzt gehen wir auch mal ein bisschen vor, ne? Wir sind keinen Tag vorgekommen. Und da ist so viel passiert. Okay. 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 Und, ne, Nationalträger will ich nicht werden. Und Schalke ist an Stipica interessiert. Und hier muss ich sagen, hier wäre ich offen für einen Transfer. Die Frage ist natürlich, welchen Keeper holst du dir dann, ne? Also grundsätzlich wäre ich offen für einen Transfer von Stipica, weil er wäre natürlich nur noch Ersatzspieler, ne? Ist halt nur die Frage, ob wir uns dann vielleicht einen polnischen Keeper holen könnten, der Backup sein könnte, ne? Wenn ich jetzt mal auf die Schnelle gucke. Ihr könnt mir natürlich auch gern Vorschläge machen dafür, ne? Für einen polnischen Keeper, polnischen zweiten Keeper. Natürlich jetzt nicht sowas wie Fabianski, Chesney oder so. Das soll nur ein zweiter Keeper sein. Gucken wir mal, ne? Sollte schon ein bisschen erfahrener sein. Wir gucken mal. Gikiewicz spielt noch bei Augsburg. Sein Vertrag läuft aus. Den können wir ja auf jeden Fall mal scouten, ne? Ich weiß nur nicht, ob er nicht zu gut ist, um ehrlich zu sein. Chesney und Co. natürlich nicht. Titon. Aber ich guck mal, was ihr so allgemein für Vorschläge macht. Aber Stipica, da bin ich auf jeden Fall offen für einen Wechsel. Einfach, weil Baran da ist, ne? Ich sag mal, so 1,5 wäre schon gut für ihn, ne? Dann hätten wir da nochmal ordentlich Kohle für ihn. Wir werden auch nicht zu hoch gehen. Wir werden ihn den Wechsel jetzt nicht irgendwie madig machen. Okay. 1,5 Millionen. Haben ihn da jetzt auch keine Steine wirklich in den Weg gelegt, ne? Wir kriegen da ein bisschen Geld für einen Keeper, der momentan nur als Nummer 2, als Nummer 2 gilt. Und damit geht's, Stipica. Einer, der Meistermacher geht, ist dann halt einfach, ja, der Generationenwechsel, ne? Mit Baran so ein interessanter Keeper, dass Stipica gehen darf. Für Schalke ein super guter Keeper. Du kriegst auf jeden Fall Sicherheit. Du kriegst definitiv jemanden, wo du sagen kannst, yo, da musst du dir keine Sorgen machen, ne? Und, Bologna will Valquist. Will ich sehr gerne abgeben, sehr ungern abgeben, aber wenn sie Valquist wollen, dann auch hier, wir sind nur Pogon Stettin, ne? Schmerzgrenze sind 6 Mio, ne? 6 Mio gehen wir erstmal rein, aber ich sag mal, auf 5,5 würde ich auch machen. Aber wir gucken mal erstmal, was sie dazu sagen. Okay, sie sagen direkt ja. Ah, schade. Valquist ist so ein Abgang, der tut weh. Valquist ist so ein Abgang, der wird wehtun, sage ich euch ehrlich. Valquist wird wehtun. So ein geiler rechter Verteidiger, aber es war klar, ne? Der ein oder andere Spieler wird halt einfach gehen. Der ein oder andere Spieler wird einfach gehen, ne? Ob du es willst oder nicht. Du bist halt am Ende bei Pogon Stettin und nicht keine Ahnung wo. Ja, der tut weh. Der tut weh, der Abgang. Der tut weh. Valquist geht zu Bologna. Nach Stipica, der zweite Meistermacher, geht hier, ne? Aber wem willst du es verübeln, ne? Er geht im besten Alter. Klar hätte er bei uns Champions League Fußball spielen können. Aber das ist auch kein so großes Argument, weil wenn er bei Bologna jetzt gut agiert, ne? Wenn er dort entsprechend halt einfach stark spielt, ist das der nächste Schritt Richtung Inter, Juve, Milan, Napoli und wie sie alle heißen, ne? Aber es ist natürlich ein bitterer Abgang. Aber wir kriegen 6 Millionen, ne? Dürfte Rekordverkauf sein, oder?
Dürfte auch ein Rekordverkauf sein bei Pogon Stettin. Lionwood Firadou, Genoa will ihn. Mit Kaufoption wollen sie natürlich, ne? Das würde ich aber nicht machen, aber bei Genoa ist halt auch die Frage, spielt ein Radu bei Genoa wirklich mehr als bei uns? Ich gucke mir mal das Team an, weil da bin ich jetzt skeptisch. Also ihn zu, ist halt auch die Frage, ist das Serie A, Serie B noch? Ich glaube, das dürfte aber Serie A wieder sein, ne? Genoa ist doch safe aufgestiegen. Wenn wir jetzt mal gucken im Mittelfeld. Okay, Parigini haben sie. Und Gutmonson. Okay, der könnte sogar viel mehr spielen als bei uns. Das ist schon fast ein Wunder, ne? Würde ich auf jeden Fall aber auch nur für ein Jahr ausleihen, ne? Auf gar keinen Fall 2 Jahre und ohne Kaufoption. Also Kaufoption würde ich ihn nicht gerne leihen. Ein Jahresleihe ist okay, aber nicht mit Kaufoption. Wir gehen nochmal vor 2-3 Tage. Wir gucken mal, ob da nochmal neue Nachrichten reinkommen. Nein. Okay, Lionwood für Dings hatten wir. Dann haben wir noch unseren Innenverteidiger. Cosenza, Berlin. Okay, also die ganzen Polen sind auf jeden Fall sehr beliebt in Italien. Ja, eigentlich passt das fast schon. Ne? Wir versuchen einfach mal 400.000 rauszuholen. Also ein kleines bisschen mehr. Alles, was geht. Ne? Akzeptieren sie sehr schön. Und ja, wir haben ja auf jeden Fall viele Vorschläge auch noch von euch, was rechte Verteidiger angeht. Ne? Erstmal wollte ich noch gucken, was war unser Rekordabgang bisher. Ne? Meine Karriere. Rekord, Ablöse bisher 1,8 Millionen, aber das war auch nur Neuzugang. Ne? Fos, Valkyrie 6 Millionen Verkauf. Im letzten Jahr war es Kowalczyk für 3,5. Ne? Das war so der Top-Verkauf. Wir gehen nochmal vor und dann geht es in der nächsten Folge auch direkt weiter. Ne? Was Dings angeht. Sehr schön, hat jetzt auch nichts geändert. Ne? Bei Auer hat es auch nicht wirklich was geändert. Auer jetzt hier auf links. Ne? Okay. Übereinkunft bei Radu, der könnte dann ein Jahr zu Genoa gehen. Und wir haben dann in der nächsten Folge schon gleich das erste Duell auch in der Liga. Ne? Also dann geht es halt sportlich gleich weiter, weil die polnische Liga doch relativ früh anfängt. Wir haben natürlich hier interessante Leute auf der rechten Verteidigungsposition. Eigentlich wäre so ein Jasic sehr interessant. Natürlich nicht günstig, aber sehr interessant, ne? Genau wie Pantea. Wobei man hier natürlich sagen muss, da ist ein türkischer Verein direkt dran. Ne? Da müsste man dann schnell interagieren. Müssen wir gleich mal gucken. Jasic wäre interessant, weil wir halt so viele Österreicher auch haben. Ne? Könnte halt auch jemand sein. Wir gehen nochmal hier ein bisschen vor. Transfergut für Borges von Cremonese. Würde ich gerne machen, ne? Also wenn er nach Italien geht. Also die ganzen Italiener sind hier uns am Aufkaufen, ne? Wobei das bei vielen Spielern ja gar nicht das Problem ist, weil die wollen wir ja eh abgeben. 1,5, also wir machen Kohle mit Stettin. Wir machen Kohle, ne? Sodass man sich auch auf ein, zwei richtig gute Transfers fokussieren kann. Was ich auch besser finde, um ehrlich zu sein. Was jetzt? Achso, geht nur jemand, ne? Ist nur jemand gegangen mit, ja. Den Namen versuche ich jetzt nicht auszusprechen. Czesniak. War wahrscheinlich nicht so perfekt, aber gut. Gehen wir nochmal vor. Gegen Style Milek gleich. Der nächste, der geht, Borges. Es läuft. Ne, Dan Radu ist es hier. Zu Genoa geliehen. Aber ich würde sagen, momentan läuft alles nach Plan, bis auf Valquist. Bis auf Valquist, der war natürlich nicht nach Plan. Der nächste Abgang hier. Leo Borges. Also Pogon Stettin scheffelt hier auf jeden Fall Kohle, ne? Pogon Stettin scheffelt auf jeden Fall Kohle. Und ja, Abschlussbericht zu Gikiewicz. Er hier, okay, das ist zu gut. Nee, den mache ich wieder weg von der Liste. Das ist zu gut, den kannst du nicht so als zweiten Keeper holen. Er hier ist auf jeden Fall weg, er hier ist verkauft. Und wir haben Transferangebot für Malek. Auch interessant, ne? Kann man auf jeden Fall auch abgeben. Würde dann Richtung Portugal gehen. Ich werde mal versuchen, 1,1 Mio für ihn rauszuschlagen, wenn es geht. Ja gut, nehme ich an, bevor es hier irgendwie scheitert, ne? 970.000. Damit kann man zufrieden sein. Und ja, Leute, ich gucke mal auch noch, was eure Vorschläge so angeht, ne? Für die rechte Verteidigerposition beispielsweise. Da müssen wir auf jeden Fall nachlegen. Da müssen wir auf jeden Fall mal gucken, ne? Gut, Panther ist jetzt keine Option mehr, weil er jetzt zu Dingsverein gegangen ist, da wo Pirlo war, ne? Zu Karagümrük oder irgendwie so. Ich habe ja natürlich Jasic schon mal auf der Liste, er wäre sehr teuer, aber andererseits muss ich ganz klar sagen, das ist ein Transfer, den kann man trotzdem machen, grundsätzlich, ne? Weil man einfach sagen muss, wir haben 13 Mio wieder Budget, wir haben halt auch wirklich an Transfers jetzt schon 9,8 Millionen eingenommen, ne? Wir haben ausgegeben bisher nur Fos 1,4 Millionen,
Also und darauf werde ich mich auch in diesem Jahr beschränken. Dieses Team hier von Pogun steht, die brauchen nicht viele Transfers. Was willst du hier viel machen? Du hast eh ein breites Team. Du hast auf jeder Position bist du gut besetzt. Wir müssten halt eigentlich nur auf der rechten Verteidigerposition jetzt jemanden ersetzen. Da wäre so jemand wie Jasic schon cool. Und auch ansonsten würde ich fast schon sagen, wir müssen nur reagieren. Ne? Aufgrund der guten Jugendarbeit, die wir haben, müssen wir fast nur reagieren auf den Transfermarkt. Und können dann wirklich gucken, okay, wo will man nochmal was machen? Ne? Aber gut, das auf jeden Fall erstmal dazu. Viel passiert hier. In der nächsten Folge geht es gleich weiter hier mit Action, ne? Gegen Stal Milek, gegen Piasten Gleiwitz. Dann wird vielleicht auch der eine oder andere Move kommen. Dann kommt auch schon bald die Champions League Quali. Hiervon müssen wir natürlich auch ein bisschen was abhängig machen. Mit Champions League Quali bist du nochmal ganz anders, ne, drauf auf dem Transfermarkt. Aber gut, Euer Lauschen meldet sich auf jeden Fall fürs Erste ab. Wie findet ihr das neu umstrukturierte Team? Wie findet ihr es auf jeden Fall, dass Fos wieder back ist? Valkyries natürlich als bitterer Abgang. Euer Lauschen meldet sich ab und bye bye.